euch recht herzlich begrüßen bei dieser Session und begrüße natürlich ganz besonders die beiden, die jetzt primär die Session begleiten werden, Georg Holzknecht, Manuel Illy. Und es geht um Community University und Stage is yours. Ja, vielen Dank, Gernot, für die Einladung und für die Möglichkeit, heute etwas zu unserer Community University zu erzählen. Ich bin Georg Holzknecht von der Deutschen Telekom, dort im Segment T-Systems. Wir machen Cloud-Software-Lösungen für große Kunden, viele. Heute mit mir hier tragen vor Gabriele Riedmann de Trinidad, wenn sie ihre technischen Probleme überwunden hat, und Manuel Illy. Wir sind hier sozusagen ein Dreigestirn aus drei unterschiedlichen Firmen. Ich von der T-Systems, Gabi von der Plattform P3L und Manuel von den Quality Minds. Sie dürfen sich dann gleich im Anschluss dann noch selbst ein bisschen näher vorstellen. Zu meiner Person: Ich arbeite im Personalbereich Learning and Development und bin dort speziell beschäftigt mit dem Aufbau von Communities. Und diese informellen Konstrukte, Communities, haben eine Blüte hervorgebracht, die wir Community University nennen, und hat sich in den letzten 3 Jahren ja wunderbar entwickelt. Und wir möchten euch heute einen ersten Eindruck vermitteln, wie einfach es ist, von Mitarbeitenden, von Kolleginnen und Kollegen innerhalb der eigenen Firma zu lernen und sogar sein eigenes Lernzertifikat zu erwerben. Ganz oben im Chat habe ich einen Link gepostet, der fängt an mit communityp3l.appregister. Wenn man den in den Browser eingibt, dann kann man sich bei unserer Lernplattform P3L anmelden. Es ist auch ein Code hier eingegeben. Wenn ihr das alles eingegeben habt, kommt ihr zu einem Quiz. Und wenn ihr am Ende dieses Vortrags dieses Quiz dann auch ausgefüllt habt und 60-70%, glaube ich, ist der Level, den man erreichen müsste, wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr hier direkt mit einem Zertifikat von unserer Community University nach Hause gehen. Inhaltlich drehen sich die Fragen um das, was wir jetzt gleich erzählen werden. Und dazu bitte ich jetzt den Manuel, die auf die nächste Seite zu schalten. Genau, hier nochmal die Einladung, sich auf der Plattform P3L zu registrieren. Genau. Hier hat jemand gerade die Hand gehoben. Wir können es gerne auch interaktiv machen, wenn jemand... Ich glaube, das ist die Gabriele. Ich schreibe mal im Hintergrund mit ihr. Okay, Gabi spielt jetzt gerade mit den Admin-Funktionen rum. Ich drücke das Whiteboard nochmal weg. Content, Close. Seht ihr auch dieses Whiteboard? Oder? Ich schließe das mal wieder. Ja, sehr gut. Okay, das heißt, hier die Möglichkeit, sich direkt zu registrieren und sein erstes Zertifikat zu erlangen. Bitte auf die nächste Folie, Manuel. Wie ist die Community University entstanden? Auch generell nochmal ein paar Sätze zum Thema Community. Wir trennen innerhalb der Deutschen Telekom Community ganz eng von allem anderen, was die Organisation so ausmacht. Und wir bezeichnen das auch mit einem dualen Betriebssystem. Das heißt, es gibt die formellen Dinge, die Organisation, wie sie halt so ist, mit ihren ganzen disziplinarischen Steuerungselementen. Und parallel dazu lassen wir Communities informell entstehen. Also wir geben dem persönlichen Austausch, dem persönlichen Wissensdrang, der persönlichen Entwicklungsgeschwindigkeit Räume in Communities. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Arten, wie wir miteinander arbeiten und lernen. Und die klassische Lernabteilung, in der ich ja sozusagen auch arbeite, die bietet Standardtrainings an, businesswichtige Trainings an, etc. etc. Da bleibt aber immer sehr viel auf der Strecke, was Leute zusätzlich gerne lernen möchten. Und aus der Mitarbeiterschaft heraus ist da der Wunsch entstanden,
Ich habe genug Zertifikate gemacht. Ich brauche andere Dinge, die mir helfen, in meinem Job besser zu werden. Und aus dieser Initiative heraus, hier Nils Magnus ist hier ganz speziell zu erwähnen, denn er ist einer unserer Top-Experten, was das Cloud-Geschäft angeht bei der T-Systems. Er hat uns geholfen, hier diese individuellen Wünsche zu bedienen und diese Community University aufzusetzen. Das heißt, Mitarbeiter lernen von Mitarbeitenden. Sie nehmen dabei unterschiedliche Rollen ein. Man kann mal Zuhörer sein, man kann mal Vortragender sein oder man kann auch mal Gruppenprozessbegleiter sein. Die nächste Folie bitte. Daraus haben sich 33 verschiedene Themen ergeben, die unsere Mitarbeiterschaft im Prinzip zusätzlich zu den Standardlernprogrammen lernen möchte und in einem selbstorganisierten Verfahren. Das heißt, es startet etwas, wenn es gebraucht wird und es hört auch wieder auf, wenn es erstmal keinen Bedarf dafür gibt. Aus diesen 33 Themen, die sich in den letzten 2, 3 Jahren ergeben haben, sind 11 Themen im Schnitt immer sehr aktiv. Da wird sehr viel gemacht. Und daraus ergeben sich aktuell so bis zu durchschnittlich 6 Sessions pro Woche. Das heißt, Mitarbeitende sagen, ich möchte zu dem Thema diese Woche etwas anbieten, ich möchte etwas lernen. Und so entsteht eine Session. Und hier haben wir eine kleine Grafik, welche Module gerade aktiv sind. Also ein Modul ist ein Thema und daraus entstehen dann die Wissensvermittlungseinheiten. Nächste Seite bitte. Hier ist ein kurzer Einblick in die zusätzliche Plattform, die wir für den informellen Austausch nutzen. Das ist Webex. Es gibt Microsoft Teams, Webex Teams. Webex Teams ist bei uns im Konzern auch fest etabliert. Das heißt, wir haben eine Chat-Funktionalität, wo die Leute sich vernetzen können, in die einzelnen Module einfach einsteigen können. Und hier beispielsweise sieht man das Modul 29, Künstliche Intelligenz. Da haben sich 35 Leute angemeldet. Und wann immer hier jemand eine Session anbietet, hier ist beispielsweise von August, September vom letzten Jahr ein Modul drin, wo jemand zu Ghostwriting mit Künstlicher Intelligenz etwas vorgetragen hat. Wenn man da drin ist, erhält man automatisch eine Einladung in seinen Outlook-Kalender und man kann an dieser Session teilnehmen. Nächste Folie bitte. Genau, und dann würde ich schon übergeben an die Gabi, wenn sie da ist. Das geklappt hat. Die Gabi ist von der Plattform P3L und anscheinend hat es noch nicht geklappt. Deswegen erzähle ich den Inhalt jetzt hier einfach weiter und Sie können ja gerne im Chat noch ergänzen, wenn das zumindest funktioniert. Wir arbeiten eben mit der Anbieterin P3L her zusammen, um Inhalte, die in diesen Chats entstehen, mit einer künstlichen Intelligenz auch auswerten zu lassen, auf Lernnuggets zusammenzustellen und daraus auch Quizfragen abzuleiten. Das heißt, die Inhalte werden gescannt, gefiltert, es wird eine Frage abgeleitet, es wird eine richtige Antwort abgeleitet und 2 falsche Antworten. Und wir können das per Knopfdruck alles in dieses Lernsystem reinladen. Und wie gesagt, der Link ist weiter oben im Chat. Ihr könnt euch direkt ein Bild davon machen von dieser Lernplattform. Wir haben dort 16 Fragen hinterlegt zu diesem Vortrag, den wir jetzt gerade hier halten. Und ihr könnt euch alle schon mal durchklicken und dann so ein Gefühl dafür kriegen, wie das funktioniert. Und wir bieten so unserem informellen Community-Universum die Möglichkeit, ihre eigenen Inhalte auf einer offenen Plattform auch abzubilden. Das heißt, es ist nicht zentral reglementiert von Learning and Development unserer Abteilung, wer welches Training anbieten möchte, sondern im Prinzip kann jede Community ihre Inhalte dort anbieten. Und jetzt ist die Gabi Georg, da. Genau, Gabi ist da. Genau. Hallo. Dann darfst du gerne weitermachen. Ja. Genau. Ja, sorry, ich muss tatsächlich den Browser wechseln, weil ich konnte meine Kamera und mein Video nicht aktivieren. Genau, also was passiert hier? Im Prinzip können die Mitarbeiter von den Communities von der Telekom
super einfach sozusagen ihr Wissen in der WebEx zum Beispiel zur Verfügung stellen. Das machen die auch recht häufig. Ich glaube, du hast schon ein bisschen auch was davon erzählt, Georg. Und dann wird das Ganze sozusagen bei uns in die Plattform hochgeladen und man sieht, die sind schon super fleißig. Die haben inzwischen schon über 4000 Runden und über 35.000 Fragen gespielt. Das heißt, man kann in Quizduellen gegeneinander antreten, aber eben auch durch ganz formelle kleine Lernformate gehen. Und jede Einheit kann natürlich dafür auch ein ganz einfachen Zertifikat erstellen. Das heißt, auch das, was man sozusagen informell lernt, wird dann formalisiert. Und vielleicht, Georg, magst auf die nächste Seite gehen? Oder Manuel, Entschuldigung. Genau. Und das ist sozusagen, falls du möchtest, ich wäre auch in beiden Ansichten im Tool drinnen, falls das mit dem Sharing nicht klappen sollte. Aber du kannst auch selber scheren. Ja, ne, ja, genau. Ne, okay. Kannst du gleich gerne machen. Vielleicht so ein paar Worte. Wie unterstützen wir die Community University? Zum einen können die im Prinzip jeden Text, Video, Audio hoch in die KI laden und dann kriegen die halt innerhalb von Sekunden kleine Microlearnings, viele Verständnisfragen dazu, können da draußen einen kleinen Kurs basteln. Das kann aktuell in über 30 Sprachen ausgespielt werden. Die Telekom hat ja viele Einheiten, auch zum Beispiel in Osteuropa oder dann, es geht runter bis nach Griechenland, also aktuell ist sogar Griechisch möglich. Das heißt, das ist dann alles da. Das heißt, es ist sehr viel Barrierefreiheit mit dabei, weil einfach jeder, oder sehr viel Inklusion, weil halt jeder einfach die Chance hat, in seiner Landessprache das zu lernen. Und wir wissen alle, dass Sprache meistens sozusagen so ein kleines Diskriminierungsfaktor ist. Man vereinbart sich normalerweise im Konzern dann auf eine gemeinsame Sprache. Die kann jeder so semi oder eben auch gut, aber das verhindert natürlich enorm den Lerneffekt und deswegen ist es ganz wichtig, dass es in vielen Sprachen auch verfügbar ist. Genau. Und fürs Lernen ist es dann auch so, der Spaß steht bei uns ganz klar im Vordergrund. Man lockt sich mit seinem Avatar ein, mit seinem Spitznamen. Man kann sich ableveln, Coins sammeln für alle Interaktionen. Man kann die Communities können in Quizduellen gegeneinander antreten, auf neue Avatare hinarbeiten. Das funktioniert auf allen Endgeräten. Das heißt, das könnt ihr auch auf ihren Handys machen. Und im Hintergrund ist auch eine KI, die dann Lehrinhalte vorschlägt. Das ist ein adaptives Lernsystem, das so ein bisschen auch unterstützt, dass man sozusagen das, was relevant ist für die Community, dass man sich mit diesen Inhalten auch beschäftigt. Und Manuel, vielleicht willst du es einfach mal kurz zeigen, wie einfach das ist, Inhalte zu erzeugen, damit man sich das gut vorstellen kann. Wir waren ja die Woche auch auf der LearnTech. Also das ist, glaube ich, für alle immer sehr faszinierend, wie einfach man zum Redakteur wird, weil das war ja bislang immer sehr schwierig. Genau, Manuel, möchtest du es kurz übernehmen? Gerne. Ich hoffe, ihr seht das richtige Fenster, weil das ist hier in dem Tool etwas ungewohnt. Also ihr solltet jetzt hier so eine Liste mit, ich weiß nicht, ja, verschiedenen Nuggets sehen. Ist ja, das richtig? Ja. Okay, genau. Also das ist sozusagen die administrative Seite, wo man als Autorin, Autor sein Wissen weitergeben kann oder eben, so wie du es gesagt hast, Gabi, mit dem Ghostwriter automatisiert erstellen. Da zeige ich jetzt nur mal kurz das User-Interface. Ich habe leider nichts vorbereitet, weil ich nicht ganz darauf vorbereitet war. Aber ihr seht hier schon die Möglichkeiten. Ne? Man kann längere Texte, kürzere Texte eingeben. Es geht auch mit Video-Transcriptions. Richtig, Gabi? Ja, genau. Man kann jedes Video-Audio hochladen. Genau. Das ist das auch, was aus den Webex sozusagen rauskommt. Das kann man einfach mitschneiden. Und dann kann man theoretisch nach so einer Webex-Session einfach sagen, das sind jetzt hier die kleinen Microlearnings, genau. Verständnisfragen, geht dann einfach nochmal durch, genau. Und so, das ist der Outcome eines solchen Microlearnings. Na, man hat jetzt hier zum Beispiel einen PDF hochgeladen und dann gibt es ein Learning Nugget, das seht ihr hier oben, das ist nicht so lang, deswegen Nugget, klein und kompakt und dazu gibt es dann drei verschiedene Quizzes, die automatisiert erstellt wurden und man selber reviewt das nur noch, klickt Accept Content und das ist also relativ einfach und schnell, wie ich finde. Wenn später dann das Ganze fertig ist, kann man das als Inhalte direkt zur Verfügung stellen, sodass man diese Nuggets, sage ich mal, wie so einen Netflix, Spotify Feed vorgeschlagen bekommt, basierend auf den Themen, die man ausgewählt hat. Als Autorin oder Autor kann man aber auch zum Beispiel eine ganze Lernreise zusammenfügen. Das sieht dann
so aus, wie ich das hier zeige. Also unter Contents ist diese Lernreise zum Thema Jira-Nutzung. Da seht ihr also Contents, das sind jetzt vier größere Module und jedes Modul hat eben hier eine Ansammlung von solchen Nuggets und Quizzes, die entweder automatisiert erstellt wurden, man kann das aber auch ganz klassisch manuell tun. Und auf Lernendenseite sieht es dann so aus, das wäre so der Lernpfad, den der Georg euch vorhin gepostet hat, da könnt ihr nachher selber hier den Lernpfad starten und wenn ihr ihn durchgearbeitet habt, dann gibt es auch hier direkt auch das Zertifikat. Danke dir. Und so sieht das Dashboard aus. Also wenn ich hier spielen sage, ne, dann kriege ich auch jede Menge Vorschläge und kann mich einfach durch die Nuggets durchmachen. Ich hoffe, Gabi, ich habe das jetzt wieder gegeben. Ja. Gut. Ich kann aber auch hier mehr Spieler, ich kann auch tatsächlich so kleine Duelle ausführen. Also wenn Georg und ich uns gegenseitig beweisen wollen, wer besser, weiß es nicht, was könnte es sein, dann können wir uns gegenseitig einladen zu kleinen Spielduellen. Genau. Genau. Ja, ich glaube, also was halt wichtig ist, ist zum einen, wenn man in so einer Community University, wenn man so etwas anbietet, dass man es den Nutzern sehr leicht machen muss, Inhalte zu erstellen. Wir sind jetzt keine Didaktiker, die haben halt sozusagen einen tollen Erfahrungsschatz für ein Thema gemacht und ansonsten sollte bitteschön die Maschine sozusagen die Didaktik und die Aufbereitung machen. Das ist sozusagen das eine. Und das andere, was uns halt total wichtig ist, ist, dass es Spaß macht, dass man sozusagen seine freien Minuten vielleicht auch wirklich verwendet mit dem tollen Wissen, das die Kolleginnen oder Kollegen geschaffen haben. Ja, also das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Und es geht auf die nächste Seite und ich glaube zum Manuel. Genau, ja, danke. Ich übernehme mal. Frage ist, wie kommt man jetzt in diese Community University? Vorhin hat ja Monika auch schon gefragt, wie viele Personen sind denn hier mit dabei? Und das ist relativ einfach. Oder andersrum, wir möchten es immer so einfach wie möglich halten. Wir sind in dem Fall der Georg und ich. Ich bin super froh und dankbar, dass ich als Externer mit in diese tolle Community University mit hineinkommen darf. Ich bin also agiler Lerncoach, Agile Coach bei Quality Minds. Und wir haben als Herzensanliegen, das Lernen in Unternehmen und Organisationen zu unterstützen, agil und individualisiert zu machen. Und ganz viel davon habt ihr jetzt ja schon gehört in dem, was Georg und Gabi erzählt haben, wird dort möglich. Und unter anderem ist es eine Idee, Leuten die Tür in die Community weit aufzustoßen. Also die Idee ist eigentlich ja, dass die Community wirklich aus den Leuten besteht. Deswegen, ihr seht es hier im ersten Bullet Point, man kann einfach in die vom Georg schon gezeigten WebEx Spaces beitreten, man kann das einfach mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Wir tun auch alles dafür, dass es bekannt ist, dass es diese Möglichkeit gibt. Ist in einem großen Konzern wie Telekom T-Systems natürlich nicht so ganz einfach. Es kommen jeden Monat zig neue Kolleginnen und Kollegen mit dazu, deswegen machen wir immer wieder auch kleine Sessions oder auch Posts, wo wir darauf hinweisen, dass das wirklich so gedacht ist, dass jede und jeder auch in unterschiedlichen Rollen, je nach Kontext, mitmachen kann. Heute bin ich mal als Lerner dabei, morgen habe ich vielleicht was weiterzugeben und übermorgen sage ich, hey, ich habe zwar kein tieferes Wissen, aber ich möchte einfach mal im Python rumprobieren und wir treffen 3, 4 Leute und sammeln, vielleicht sind es dann 30, die mitbasteln und hands-on etwas versuchen zu tun. Ja, in diesen WebEx-Communities kann man asynchron jederzeit miteinander sich unterhalten, Code miteinander teilen, Hinweise auf andere Events außerhalb des Unternehmens geben und so weiter. Fragen stellen passiert auch sehr, sehr häufig. Und dann haben wir neben dem Angebot der P3L-Plattform tatsächlich auch synchrone Treffen. Das hat ja Georg schon erwähnt. Diese kleine Statistik haben wir angefertigt für das heute. Und ich finde das deswegen so wertvoll und wichtig. Georg hat ja schon gesagt, weil das sehr nah ans, oder das ist eigentlich so die Idee einer selbstorganisierten Community. Und ich habe 2 Folien mitgebracht, warum mir das persönlich so wichtig ist. Weil wir haben uns bei Quality Minds vor ein paar Jahren die Frage gestellt, wer ist denn eigentlich im Zentrum des Lernens? Viele von euch kennen vielleicht das Agile Manifest aus der Softwareentwicklung. Das ist für uns deswegen wichtig, weil Quality Minds eigentlich im Kern ein IT-Dienstleister ist, der sich sehr den agilen Prinzipien und Werten verpflichtet fühlt. Und da ist es ja auch so, dass wir schon im ersten Wertepaar sagen, Individuen und ihre Interaktion stehen über Prozesse und Tools. Und wir haben für uns beschlossen, genau, Individuen sollen auch im Lernen im Zentrum stehen und sie stehen über
Zertifikaten, Curriculum und so weiter. Also Individuen und ihre Interaktion. Und das finde ich in der Community University par excellence. Klar gibt es teambezogene Lernziele, organisationsbezogene Lernziele und auch aus der Gesellschaft kommen natürlich Lehr- und Lernziele. Aber wichtig ist, und das finde ich cool bei der Community University, dass Selbstorganisation nicht bedeutet, dass es selbst läuft. Also man muss Energie ins System geben, weil wir hier berufsbegleitend lernen. Das heißt, Leute stehen häufig im Dilemma zu sagen, gehe ich jetzt 8 Stunden ins Projekt, weil gerade vielleicht auch der Kunde das fordert und stelle mein Lernen zurück oder nehme ich mir die 1-2 Stunden, um zum Beispiel auch in der Community mitzumachen. Wenn Sie dann noch on top eine Community hosten müssen, organisieren, Ankündigungen schreiben und so weiter, dann kann es sein, dass so eine Community auch schnell wieder einschläft. Und das ist genau das, was ich hier tun darf, dass ich Leute zum Beispiel beim Facilitieren unterstütze, vielleicht auch hier und da mal ein paar didaktische Tipps gebe, wie man sein Wissen weitergeben kann und so ein bisschen eben Energie ins System bringt, so sage ich das immer. Das kann ganz unterschiedliche Formate annehmen. Wir haben klar diese große, große Community Learning from Expert oder Lex Sessions. Es kann ein einfaches Knowledge Sharing sein. 2-3 Leute treffen sich zusammen und ich mache so einen Matchmaking. Es gibt diese ganze Reihe von Sessions, die der Georg schon angesprochen hat, die unterschiedliche Formate haben können. Mal ist es eher wie eine Community of Practice, mal ist es eher ein Forum, mal ist es ein Ask Me Anything, mal ist es hands-on an verschiedenen Cases zu arbeiten, mal ist es mehr wie eine kollegiale Fallberatung. Was wir auch anbieten, vereinzelt, ist ein One-on-One-Coaching, das seht ihr rechts hier auf der Folie, also wo ich wirklich mit Leuten, mit Lernenden einzeln arbeite und sage, was sind denn eigentlich deine Lernziele? Wie hast du Lernen in der Vergangenheit organisiert? Wie können wir es erfolgreich auch für die Zukunft weiterentwickeln? Und das ist so im Bereich Metakognition etwas, was ja sonst in ganz vielen klassischen Training-Settings so ein bisschen hinten überfällt. Genau, deswegen so aus meiner Perspektive bietet die Community University genau das, was wir heute unter dem Schlagwort lernende Organisation so häufig gepredigt bekommen. Dort sehe ich es wirklich gelebt, dass Leute unterstützt werden und den Freiraum bekommen. Da ist auch von Management-Seite, so wie ich das als Außenstehender sehe, das Commitment da. Leute dürfen sich einbringen, Leute wollen sich einbringen und es gibt diese Support-Struktur und das Enablement, dass es auch wirklich, wirklich stattfinden kann. Ja, das so von meiner Seite. Ich gebe gern wieder zurück zu Georg. Wir haben hier noch unsere 3 LinkedIn-Profile als QR-Code, wenn ihr euch mit uns verbinden oder vernetzen möchtet. Sehr, sehr gerne. Ihr merkt, wir alle 3 tauschen uns wahnsinnig gerne mit Leuten aus. Aber ich schaue auf die Uhr. Ich glaube, wir haben noch so ungefähr 5 Minuten. Georg, ich weiß nicht, du möchtest bestimmt noch ein bisschen überleiten zu einem Austausch vielleicht. Genau, also wenn es jetzt Fragen gibt, es gab schon einige Fragen im Chat, wir können gerne noch auf ein paar Inhalte konkret eingehen. Die Einladung steht auch natürlich noch, dass ihr euch mal einloggt in der Plattform P3L und euch das erste Zertifikat abholt. Mit dem, was wir heute erzählt haben, müsste es eigentlich möglich sein. Und das ist auch so ein bisschen der Ausblick und die Strategie. Wir möchten allen Mitarbeitenden anbieten, dass sie ihre Inhalte mit dem Toolset, was wir hier zusammengestellt haben, digitalisieren, auf einer Plattform zur Verfügung stellen und dass wir dann im Unternehmen punktuell ganz schnell Dinge lernen können, miteinander. Beziehungslernen ist ein Riesenthema in Communities, aber dass wir es auch manifestieren können über Zertifikate und so unsere Tracking-Systeme füllen können. Genau, also wenn ihr noch Fragen habt oder Gabi, wenn du noch etwas ergänzen möchtest, dann jetzt gerne.